Moin Leute! Ja, ich habe mir heute meinen Kameramann Keno geschnappt und wir sind auf dem Ovelgönner Pferdemarkt unterwegs. Was hier um 10 Uhr morgens schon los ist an einem Montag, das schaue ich mir jetzt mal an. Ist das aufregend? Guck mal hier, mein Preis. Da, guck mal. Jo, hier gibt's Beefy. Ey, Keno, kennst du schon den Flachwitz? Was qualmt und rennt über das Feld? Ein Kaminchen. Hast du gesehen, wie der Schwanz hochging? Was ist denn das Besondere am Pferdemarkt? Das Ambiente hier. Pferdemärkte gibt es ja sonst kaum noch. Pferdemarkt ist Tradition. Ich bin hier in der Gegend geboren und wenn wir unterwegs sind, denken wir immer an Pferdemarkt. Nee, wir müssen den Pferdemarkt wieder pünktlich nach Hause. Montags 9 Uhr ist Pferdemarktantritt. Der Flair mit den ganzen Buden und was nachher auf dem Hamm abgeht mit der Versteigerung der Ponys oder Pferde. Dass viele Leute hierher kommen und dass er schon jahrelang ist und dass das hier schön ist. Kaninchenausstellung ist ja auch da. Ich bin auch kein aktiver Kaninchenzüchter. Ich bin hier bei dem guten Pico angekommen. Pico, stell dich doch einfach mal ein bisschen näher vor. Also ich bin der Pico Brauner aus dem Künstlerdorf Worpswede. Komme hier schon über 30 Jahre her, ja, und versuche dann meine Fohlen hier an den Mann zu bringen. Und was ist hier so das Besondere? Warum kommen die Leute denn hierher? Ja, Tradition. Wenn du über 30 Jahre herkommst, dann... Ich bin ehemaliger Wilhelmshavener. Ich habe meine Frau kennengelernt und wohne über 20 Jahre jetzt in Worpswede, in dem Günzerdorf. Und dann kommt man eben gerne hier in der Nähe von der Heimat, weil man die Menschen alle hier kennt. Bisschen schnacken, hier wird noch eben bisschen was gefeiert im Zelten und dann fahren wir nach Hause. Wie viel kostet dann so ein Fohlen, ein Pferd? Wie viel muss dabei rumkommen? Also diese Welschfohlen, die liegen bei 750 Euro. Und wovon hängt der Preis ab? Einmal von der Zucht, welcher wäre es der Qualität, von den Papieren, von der Abstammung. Siehst du den da hinten rechts? Den nenne ich Ronny. Mein Rundgang für heute ist durch. Für viele Leute ist neben dem Flohmarkt und die Party dann doch die Auktion im Mittelpunkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!